Seid gegrüßt, werte Mittelalterfreunde. Ich zeige euch heute mal ein wunderbares Mittelalter-Outfit für die Damenwelt. Genauer, das Leona-Mittelalterkleid in den Farben Schwarz und Grün. Wenn ich die Farben schon so explizit erwähne, dann heißt das natürlich, das gibt es auch noch in anderen Farben, nämlich derer 5. Das Kleid besteht jetzt zu 100% aus Baumwolle, ist relativ robust, trägt sich aber trotzdem sehr angenehm. Hat zwei optische Highlights, nämlich einmal die auffällige Frontschnürung und die ganz tollen weiten Ärmel. Die haben auch einen witzigen Namen, nämlich heißen die Trompetenärmel. Das Kleid passt man sich dann noch ein bisschen an, insbesondere mit den Schnüren hier an den Seiten, weniger mit der Frontschnürung, die passt man dann eher an die Oberweite an. Und Schnüre gibt es auch noch am Ärmel, die sind aber eher Zierde, da kann man jetzt nicht so viel mit anpassen. Sieht aber schick aus. Von der Größe her relativ wichtig, die Mittelalterkleider fallen so einen Ticken größer aus. Die Katja hier mit ihren 1,66 trägt jetzt die Größe S. Wenn ihr euch mit der Größe irgendwie unsicher sein solltet, könnt ihr euch das natürlich auch online bestellen und in einen Elbenwald-Store vor Ort liefern lassen und da dann ohne irgendwelche Pflicht einfach mal anprobieren und wenn es passt, dann nehmt das mit. Und wenn nicht, dann nicht. Oder doch, je nachdem. Wie ihr wollt. Umhang. Mittelalter-Saison, das heißt, da ist man viel draußen, also ist keine Gewandung komplett ohne so einen Mantel wie hier. Das ist jetzt ein Mantel wieder aus 100% Baumwolle. Der hat eine Einheitsgröße, ist relativ lang und robust. Also von der Länge, dass ihr ihn einschätzen könnt, ab Schulter so ungefähr knapp 1,50 lang. Und wenn ihr es nicht so mit dem düsteren Schwarz habt, den gibt es auch noch in unterschiedlichen Farben. Da gibt es noch Braun und Dunkelblau und Beinrot und noch eine, die ich gerade vergessen habe. Blau, glaube ich. Noch zwei Sätze zum Mantel. Die hat noch eine schöne Zipfelmütze, und zwar eine richtig lange. Und dadurch, dass die Schnürung im Halsbereich so gut gemacht ist, und fällt die nirgends ab. Selbst wenn starker Wind ist, hält die relativ gut, obwohl die Zipfelmütze so lang ist. So lang wie mein Arm. Ungefähr. So kann man das noch kombinieren mit einer schönen Halskette. Man hat nur ein bisschen Platz im Halsbereich und dann wirkt es gleich noch ein bisschen anders. Hier zum Beispiel haben wir jetzt mal eine genommen, die trägt den schönen Titel Schwarzes Auge und die ist auch komplett nickelfrei. Also insgesamt tolle Mittelaltergewandung. Liegt vielleicht auch daran, dass Katja die anhat.